Also, wer sowas jetzt überhaupt noch nie gesehen hat, wir machen mal eine kleine Grundvereinbarung. Immer wenn ich so stehe, dann ist volle Illusion. So ist immer halbe Illusion. Für euch jetzt volle. Bisschen mitdenken. Und so ist Illusion völlig im Arsch. Und wieder halb und wieder voll. Es kann ruckzuck gehen. Sei wachsam. Sachse. Ich freue mich, dass ihr da seid. Wir haben ja auch sehr besondere Leute hier. Ihr beide seid im Showgeschäft, weil ihr habt die Füße auf der Bühne. Oh, was haben Sie hingestellt? Oh, okay. Das war früher auch alles einfacher. Da. Was haben wir uns früher hingesetzt? Kannst du heute gar keinem mehr erzählen. Jetzt sag ich einen Echsenschuss. Ich lass mal aushängen. Besser. Warte, 21, jetzt sitzt der Frosch. Na, Dresden? Oder na, wie Dresdi sagen? Dresdi, ihr kennt mich, ich bin die Echse. Ich bin Star. Hallo Mädels. Das ist so einfach. Geht's? Lass einfach laufen, das ist kein Problem. Ich biete auch nach der Pause. Ich meine, nach den Shows hier biete ich auch an, hier. Ist auf dem Blocksberg heute Kirmes oder was ist das? Es war sehr nett bisher, wir schauen mal, ob es so bleibt, denn ich möchte euch was anbieten, dazu müsste jemand von euch hier vorne auf die Bühne kommen. Ihr könnt euch schon mal überlegen, wer Lust hat. Ich verrate sogar diesmal vorher, worum es geht. Denn ich möchte gerne, dass ihr mir Enten gebt, die euch interessieren und ich versuche damit eine Geschichte zu spielen, die für euch ist. Und ich habe dafür nicht 10 und auch nicht 20 und auch nicht 80 und auch nicht 100, sondern 125 Enten. Wenn ihr Lust habt, kann gerne nach vorne kommen, mir ab und zu eine Ente reingeben, mit der ich dann spiele, wer möchte. Nehmt euch Zeit, ist kein Problem. Die sollen schön verrecken auf der Wendeltreppe. Ich müsste auch warten, ich bleibe ab, dann gehe ich schnell näher. Oh, da ist ja schon jemand, das ging aber zackig. Lass dich hier hinsetzen, entspann dich, komm erstmal an, die Füße stehen stabil auf dem Boden, der Atem kommt und geht von ganz alleine. Du bist sicher, du bist geborgen. Das gucken wir uns nicht an, du kriegst erstmal ein Mikrofon, da kannst du reinsprechen. Wie viele Enten darf ich denn geben? Du darfst so viele Enten geben, wie du möchtest. Wie heißt du, Mäuschen? Maya. Wie bitte? Maya. Und das ist ein Geheimnis oder warum machst du das so verschwörerisch? Und der Witz ist, du hast es mir zweimal so eindringlich gesagt und ich habe es trotzdem nicht verstanden. Maya. Wie die Biene. Wie die Biene, ach, guck mal an. Ja? Und dann habe ich den Stachel. Also schau uns mal, da gehen die einfachen Dinger. Ne? Das ist ja... Und Maya, Mäuschen, bist du zum ersten Mal auf dem Schaubund? Ja. Ja? Nein. Nicht zum ersten Mal. Nee, nicht zum ersten Mal, aber dieses Jahr zum ersten Mal. Zum zweiten Mal. Zweimal schon da gewesen. Wann warst du das letzte? Vor ein paar Tagen. Das war ganz schlimm. War schlimm? Ja. Was hast du gesehen? Echt? Was? Halluzination?
ich hab's nicht gesehen, keine Ahnung. Ich stelle mir irgendwelche geschminkten Slowaken vor, keine Ahnung. War nicht so schön, hast du noch was anderes gesehen? Nein. Nein, nicht. Das würde ich jetzt auch sagen. Das zweite Mal ist toll. Ja, heute ist schöner. Hast du noch was anderes gesehen außer der Echse? Wunderbar. Hast du noch was gesehen außer der Echse? Nee, noch nicht. Dann lass es vielleicht dabei. Also, und Maya Mäuschen, bist du eine richtige Dresdnerin? Fast. Ja, wo kommst du her? Aus Russland. Wie heißt das? Russland. Aus ein Russland. Anderes Land. Russland ist das, was ich wünschte, aber was, wo liegt denn Russland? Ein bisschen weiter. Noch weiter? Ja. Ich dachte, Dresden ist schon ein bisschen weiter. Und warum bist du dann nach Dresden gekommen? Meine Familie ist hierher gezogen. Ach so, und da bist du eines Tages aufgewacht und hast gemerkt, die sind weg. Nee, sie haben mich einfach so mitgenommen. Ach, die haben dich richtig freiwillig mitgenommen. Ah ja, okay, das ist ja. Gut, der Bienenschwarm, der zieht immer gemeinsam, ne? Genau. Naja, wir sind. Dann wollen wir mal schauen, hast du schon mal jemanden Enten reingereicht in der Geschichte? Nein. Dann ist das heute zum ersten Mal. Du bekommst eine Hupe. Immer wenn eine neue Ente kommt, hupst du bitte einmal, damit ich weiß, dass eine neue Ente kommt. Und dann kannst du mir Enten reinreichen. Du kannst mir so viele, wie du möchtest. Du kannst um den Tisch rumgehen. Du kannst sie dir aussuchen, wie du möchtest. Du kannst da sitzen bleiben. Du kannst das machen, wie du möchtest. Ihr könnt natürlich auch noch mal sagen, wo soll die Geschichte sein? Gibt es auch einen Ort? Kennt ihr einen Ort? In Moskau. In Moskau? Das ist eine Geschichte in Moskau. Das muss dich nicht beeinflussen. Das ist, Ach so, okay. Und thematisch, habt ihr ein Thema, was euch interessiert? Gibt's ein Thema irgendwie, was euch zurzeit umtreibt? Sex. Sex in Moskau? Es ist Schaurundsommer, wir gehen auf Mitternacht zu. Sie ist auf jeden Fall auch dafür. Vielleicht könnt ihr euch zusammensetzen. Noch irgendein anderes Thema außer Sex, was euch interessiert? Wodka zum Beispiel, ne? Das ist Klischee. Das sind Klischees. Verhütung. Guck mal hier, ne? Das ist. So viel Wodka scheint noch nicht im Spiel zu sein. Sex, Verhütung und Wodka. Schauen wir mal. Rück mal einer raus, wir gucken uns das Ganze mal an. Also muss ich jetzt etwas aussuchen, was so themabezogen ist? Oder? Überhaupt nicht. Okay. Dann das. Ich bin's, Jensi. Man sieht's an meinen Augen. Ich stehe hier auf dem roten Platz und ja, ich bin's. Ich bin aus der Roten Armee. Ich sorg mich voll um meinen Arbeitsplatz. Jensi ist dran und ich weiß nicht, ob es noch weiterhin so gut läuft. Ich wollte noch den Kommunismus verteidigen. Ja, ich bin's. Ich bin. Irgendwas bin ich denn? Ich hab die Viecher auch erst gestern gekauft. Überhaupt nicht, du machst das genau gut, wie du es machst. Naja. Ich arbeite am Veganstand. Ich fahre nach Russland, weil ich es irgendwie hinfinde. Oh ja, ich bin's. Ich bin der schwule Punk. Das darfst du hier nicht sein in Russland. Du wirst zensiert. Ja, ich mit der Gasmaske und der Knarre habe jetzt wieder einen Job, ich kann den schwulen Punk bewachen. Ich mache mir sowas keine Gedanken, weil ich meinen Freunden sagen kann, ich habe in Moskau Urlaub gemacht. Oh ja, ich bin's, was bin ich? Ich bin die, ah ja, natürlich. Ja. Schön, wenn du es sagst. Es gibt ja Worte, die sind immer sehr heikel auszusprechen. Ich dachte, ich kann helfen. Absolut, ich bin's, die Judenente. Ich verhüte mit Beschneidung. Das ist ich hab's lieber nicht gesehen, ich verpetze, ich bin's. Ich bin die Frau vom Monarchen. Ich bin die geile Rumsmaus vom Monarchen. Oh ja, komm, wir wohnen zusammen, ja. Aber wo gehst du eigentlich nach Feierabend hin? Ich treffe mich mit der schwulen... Oh, ich bin's. Ich bin die Kartoffelente, ich werde themenbezogen reingebracht. Das ist mir zu platt, ich halte mich raus. Ich erzähle das meinen Freunden. Ja, ich bin's, der Teufel. Ah, willkommen in Moskau. Großen Applaus für Maya, meine Damen und Herren. Bitte. Du erhältst natürlich von mir die extra Kieschelente zu Hause gehen. Woo!